Vor gar nicht allzu langer Zeit, ich meine, es waren vor 2 Videos, da haben wir über eine Theorie gesprochen, in welcher es darum ging, dass in Godzilla Minus One 2 Godzillas auftauchen sollen. Diese Theorie kam, wie ich schon beschrieben habe, relativ aus dem Nichts und soll auf einem Leak basieren. Dieser Leak sagt ganz klar, das ist keine Theorie, das wäre ein Fakt. Die Person hätte nämlich offizielle Details, Insider-Details aus dem Film bekommen. In diesem Video jetzt hier besprechen wir einen weiteren Leak von selbiger Person und ich muss es hier einfach von vornherein sagen, ohne zu wissen, ob es wirklich stimmt. Spoilerwarnung, was den Film angeht. Scheinbar wurde die gesamte Story von Godzilla Minus One inklusive dem Ende geleakt. Aus diesem Grund muss ich hier eine Spoilerwarnung aussprechen, aber ich meine, ihr wisst ja, wie das ist mit Leaks. Heutzutage will ja jeder irgendwie im Mittelpunkt stehen und sagt, ja, also ich habe jetzt hier offizielle Details, die hat mir Toho eben gerade per WhatsApp geschickt. Man weiß eben nicht genau, was wirklich dahinter steckt. Auf der anderen Seite gab es aber auch schon Leaks, die wirklich komplett ins Schwarze getroffen haben. Es gibt auch immer so eine Grauzone, dass Leaks irgendwie einen Teil davon wirklich richtig prophezeit haben oder richtig wiedergegeben haben. Und im Endeffekt muss man eben für sich selber entscheiden, ob man sich das Video jetzt hier anschaut und ob man eben das Risiko eingeht, gespoilert zu werden. Da ich den Film noch selber nicht gesehen habe, kann ich dazu auch nicht wirklich etwas sagen. Allerdings hört sich die Story doch sehr plausibel an. Auch das Ende hört sich relativ gut an. Also in der Hinsicht, dass man wirklich sagen könnte, ja, das würde ein Toho-Godzilla-Film so wirklich machen können. Also wie gesagt, irgendwie Spoilerwarnung für einen eventuellen Leak, der aber auch eventuell einfach Bullshit sein könnte. Ihr entscheidet jetzt selber, ob ihr das Video hier weiterschauen wollt und am Ende, bitte gebt da nicht mir die Schuld dafür, wenn das jetzt auch alles stimmt. Ich meine, im Endeffekt kann man ganz klar sagen, sogar wenn das, was ich euch jetzt erzähle, stimmen sollte und ihr quasi die Geschichte und auch das Ende des Films hier gespoilert bekommt, bin ich mir sicher, dass der Film trotzdem unfassbar geil wird. Ihr entscheidet, ich erzähle euch jetzt, worum es geht. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Okay, brechen wir nochmal ganz kurz runter, was denn im letzten Video wirklich von mir an euch weitergegeben wurde. Ja, eine Theorie, eine Leak erzählt, in Godzilla Minus One werden 2 verschiedene Godzilla-Varianten auftauchen. Wir haben uns diesen Leak einfach mal genommen und haben geschaut, inwiefern könnte das denn passen? Sehen wir eventuell auch schon 2 Godzilla-Varianten im Trailer? Und ich habe gesagt, ja, man könnte zum Beispiel sagen, dass der eine Godzilla, der ja relativ normal aussieht, quasi im neuen Design, aber der aussieht, wie man Godzilla eben auch kennt, das ist eine Variante und die andere Variante wäre dieser verbrannte Godzilla ganz am Ende. Der Leak sagt jetzt aber ganz klar, das ist Quatsch, nein. Den zweiten Godzilla haben wir so noch nicht wirklich gesehen, also das Design vom zweiten Godzilla kennen wir noch nicht, aber er ist im Trailer schon aufgetaucht und zwar an dieser Stelle hier. Der Leak beschreibt den Hauptgodzilla, also quasi den friedlichen Godzilla, mehr als eine Mischung aus Kaiju und walartigem Wesen, der eben auch sehr viel im Wasser schwimmt, das soll jetzt halt dieser Godzilla sein, der unter dem Frachter, also oder unter dem Kriegsschiff unten durchschwimmt. Und das wäre eigentlich die originale Standardvariante des Godzillas, wie er eben in diesem Film auftauchen soll. Das ist die gute Variante des Godzillas, während der, naja, Zwillingsbruder oder eben der andere Godzilla, also derselben Spezies, das ist der, den wir hier aus dem Trailer kennen. Das ist die Variante, dessen Design wir auch schon kennen. Der Grund, warum es hier 2 Godzillas geben soll, ist laut diesem Leak der folgende. Und zwar soll der erste Godzilla, den wir auch aus dem Trailer kennen, eine mutierte Variante sein, welche aufgrund von nuklearen Waffen, die im Weltkrieg benutzt wurden, mutiert ist. Diese mutierte Variante soll dann eben aus dem Wasser herauskommen und sich an der Menschheit rächen. Der walartige Kaiju-Godzilla, also der gute Godzilla, kommt dann erst wesentlich später im Film vor. Das heißt, wir bekommen wohl so 3 Parts von dem Film. Part 1 ist dann die Variante, naja, die quasi dann das Ganze aufbaut, das ganze Szenario. Part 2 ist dann die Variante, in welchem dann der mutierte Godzilla an Land kommt. Der Part, den wir eben auch im Trailer sehen. Und der dritte Part ist dann der Part, wo dann der gute Godzilla aus dem Wasser herauskommt, um eben sein Geschwisterchen oder eben seine Artgenossen zu besänftigen und laut offiziellem Leak zurück in die Welt der Kaijus zu holen. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier wirklich schon auf die Hollow Earth anspielt oder ob man es überhaupt auflösen würde. Ich bräuchte da jetzt keine Auflösung. Sollte das hier stimmen, würde es mir reichen, einfach zu sagen, okay, er versucht ihn wieder zurück in die Welt der Kaijus zu bringen und wir müssen überhaupt nicht erfahren, was das wirklich für eine Welt ist. Lasst ruhig so ein bisschen Mythologie am Leben, wenn das überhaupt so stimmen sollte. Das wäre jetzt die Grundgeschichte
und der Aufbau der Story aus Godzilla Minus One. Dieser Leak, wie gesagt, geht hier nicht von einer Theorie aus, nein, es wird einfach mal behauptet, das ist so. Achtung, ganz großer Spoiler, das hier ist auf jeden Fall die Handlung des Films und es hört sich irgendwie schlüssig an. Ich würde hier nichts finden, wo ich sagen würde, boah, kann ich mir aber nicht vorstellen. Der Film wäre ansonsten wirklich nur ein Remake des ersten Films. Diese ganze Zwei-Godzillas-Theorie wird immer weiter aufgebauscht und ich glaube, da ist wirklich etwas dran. Kommen wir nun aber zum weiteren Leak selbiger Person, wo es um das Ende des Films geht. Und hier nochmal Spoilerwarnung, 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 wenn das jetzt hier stimmt. Und ihr meint, nee, ey, ich habe keinen Bock mehr jetzt irgendwie das hier anzuhören. Eventuell stimmt das dann auch noch und dann bin ich jetzt hier gespoilert. Mir persönlich ist ein Spoiler in der Hinsicht egal, weil Godzilla trotzdem ein geiler Film werden wird. Aber wenn du halt sagst, ich will das jetzt nicht hören, dann schalte hier am besten ab. Der Leak erklärt relativ präzise, wie die ganze Nummer enden soll. Tatsächlich soll es erneut eine Waffe geben, die ähnlich einem Oxygen Destroyer ist, welche dafür genutzt werden soll, um den bösen mutierten Godzilla zurückzubringen, also zu töten. Wie auch quasi im Original-Godzilla-Film. Hierbei wird ganz klar beschrieben, eine ähnliche Waffe, es ist nicht der Oxygen Destroyer, aber eine sehr ähnliche Waffe. Da hätte man auch den Oxygen Destroyer einfach wieder nehmen können. Egal, auf jeden Fall soll diese Waffe auf den bösen, mutierten Godzilla abgeschossen werden. Das Ganze wird dann logischerweise relativ zum Schluss passieren. Und hier soll dann das große Drama des Films eintreten. Denn während sich die beiden Geschwister Godzillas immer wieder bekämpfen, was ja schon eine Dramaturgie an sich ist, und der gute Godzilla immer wieder versucht, sein, ich sag einfach mal Geschwisterchen, zu besänftigen und zurück in die Welt der Kaijus zu bringen und ihm quasi irgendwie klarzumachen, ey, hör einfach auf mit der ganzen Zerstörung, damit bist du im Endeffekt ja nicht besser als die Menschen. Das könnte, glaube ich, so ein bisschen die Moral dahinter sein. Während dieser Kampf stattfindet, erschaffen die Menschen aber eben eine Waffe, um besagten Godzilla zu vernichten. Diese Waffe wird dann eben auch auf den bösen Godzilla abgeschossen und der richtige, der gute Godzilla, der Walfisch-Godzilla, wird sich dann opfern und wird durch diese Waffe getötet werden, nur um eben, naja, sein Artgenossen, sein Geschwisterchen, was auch immer, zu retten. Der letzte Shot im Film soll der Shot sein, in dem wir sehen, wie der mutierte Godzilla, der durch die Waffe auch nicht unversehrt geblieben ist, mit verbrannter Haut nach oben gerichtet in die Kamera schreit und dann ist der Film vorbei. Diese Szene sehen wir übrigens auch im Trailer. Das soll die hier sein. Ein vor Leid schreiender Godzilla. Und übrigens soll auch der Satz, der ebenfalls im Trailer gedroppt wird, er wird uns das niemals verzeihen, soll auf dieses Ende gemünzt sein. Das Ende mit dem Satz, er wird uns das niemals verzeihen und der Leidensschrei des mutierten Godzillas, das soll das Finale des Films werden. Und ja, wie gesagt, ich habe mir das Ganze durchgelesen und habe mir gedacht, das hört sich sehr schlüssig an und muss sagen, wenn das wirklich stimmen sollte und du bis jetzt hier am Video am Ball geblieben bist, hast du dich ja im Endeffekt möglicherweise auch spoilern lassen. Dann schreib mir jetzt mal in die Kommentare, was für ein Gefühl du hast, wenn das stimmen sollte. Weil ich muss sagen, wenn das wirklich die Geschichte wäre und ich die Geschichte jetzt trotz allem kennen würde und mich hätte spoilern lassen, habe ich trotz allem dann noch mehr Bock auf diesen Film bekommen. Ich finde, das wäre eine Geschichte, die passt irgendwie zu diesen Toho-Godzilla-Geschichten, weil hier noch sehr viel Moral und Hintergrundgedanken in einen Kaiju-Kampf mit eingebaut wird und weil das Ganze dann doch einen sehr bitteren Nachgeschmack und ein sehr fieses Ende haben würde. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.